Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Die Saison beginnt, die Zeckensaison. Die Motorradfahrer sind unterwegs und alle, die Apotheker und Ärzte machen Angst, dass vor den Zeckenbissen. Und ich habe hier jemanden, der sich da intensiv mit befasst hat. Aus naheliegenden Gründen kann er gleich erzählen. Gunnar Thorboom ist hier und du hast vor vielen, vielen Jahren ist dir auch eine Zecke hinterrücks irgendwie. Es hat dich überfallen, aber erzähl vielleicht erstmal von deinem Werdegang. Wo kommst du her und was machst du und was ist da passiert? Also erstmal so von meiner beruflichen Geschichte her. Ich habe eine grundständige Ausbildung als Koch gemacht, bin dann irgendwann Sozialarbeitswissenschaftler geworden, an der Universität Bremen abgeschlossen. Und im Lauf dieses auch Berufslebens habe ich dann mit ungefähr 26 Jahren gemerkt, dass mein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich sollte. Und ich habe das damals zurückgeführt auf mein Verhalten als Verkehrsteilnehmer, nämlich als Motorradfahrer hatte ich plötzlich unheimliche Schmerzen in den Knien und gerötete Augen und Ellenbogen taten weh und Rückenschmerzen und Muskelschmerzen und. Die Liste ging im Prinzip länger und länger und ja, ich war jung, mir gehörte die Welt und ich habe gedacht, mich kann nichts erschüttern und ja. Und habe gedacht, falls mir irgendwas Schlimmes, Gesundheitliches widerfahren würde, dann würden sicherlich die Ärzte sich fachkundig darum bemühen, meine Gesundheit wieder zu reparieren. Also auch so Also eine ganz völlig naive völlig Vorstellung. naiv, völlig grundständig. Und auch ganz klar mit dem Bewusstsein, weil ich habe mich ja bei dir gemeldet, um über mein Bewusstsein zu reden, ganz klar mit dem Bewusstsein. Gesundheit hat mit mir nichts zu tun. Meine Gesundheit hat im Grunde genommen mit mir nichts zu tun. Das ist die Verantwortung der Ärzte, der Und des Ärzteschaft. Gesundheitswesens Ja, oder Unwesens, ja. immerhin bezahlen wir ja auch. Also jeder Bürger, heute ist es ja in Deutschland ja wohl Gesetz, jeder muss zahlen, egal wie und was. Das ist in England ja noch ein bisschen anders. Wo du im Moment lebst, Wo muss man ich, dazu sagen, ja. ja. Und von daher habe ich immer gedacht, okay, wir bezahlen für diesen Service, also sind die auch dafür verantwortlich. Also wenn du krank bist, wird das alles geregelt. Ja. Hattest du gedacht. Und also du hattest dann verschiedene Symptome, hast das aber noch gar nicht in Zusammenhang gebracht mit. Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte überhaupt keine Ahnung von Multisystemerkrankungen oder sogenannten Autoimmunerkrankungen. Überhaupt keine Vorstellung. Und ich muss auch ganz klar sagen, mich hat Gesundheit in keiner Weise interessiert. Ich habe gedacht, das ist was, also Gesundheitsprobleme ist was für alte Leute. Für Leute, die sozusagen auch einen schlechten Lebenswandel haben. Und die hatte ich überhaupt nicht. Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, ich habe keine Drogen genommen. Ich hab den Turnschuh mit 25 Ja. oder was und mir gehört die Welt mit Motorrad durch die Ja, Gegend fratzen. so bin ich eigentlich gestartet in meine Karriere im Gesundheitswesen, sozusagen. Und dann kamen aber mehr und mehr Symptome und mehr Anlässe auch Ärzte aufzusuchen. Und ich habe dann dort immer wieder im Prinzip dieselbe Erfahrung gemacht. Ich hatte immer eigentlich so eine Latte von Symptomen. Und beim klassischen Arztgespräch ist aber immer nur die Zeit ja relativ begrenzt. Und das war eigentlich immer dasselbe Spiel im Prinzip, dass in einem gewissen Zeitfenster, was vorhanden ist, der Arzt auf Stichworte achtet. Und wenn er ein paar Stichworte aus seinem Katalog hört, dann sagt er, aha, alles klar, das muss die und die Erkrankung sein. Und da verschreibe ich Ihnen mal das und das. Beziehungsweise erstmal wird irgendwas Ja, getestet, ja. weil an der Testerei wird auch, glaube ich, ein unwahrscheinliches Geld verdient. Das ist ja eine Riesensparte im Gesundheitswesen, allein die Testerei. Also wenn der Arzt sich da jetzt irgendwo ein Gerät gekauft hat, was weiß ich, irgendwas Ja. feststellen kann, dann muss er das natürlich amortisieren. Das heißt, der Arzt wird jetzt immer jeden Ja. testen da drauf. Jo. Also da war insbesondere eine Geschichte, wo ich dann immer wieder zum Ultraschall geschickt wurde, wo ich dann, glaube ich, nach dem 10. oder 15. Mal gesagt habe, ich habe da keine Lust mehr zu. Das geht mir auf die Nerven. Das bringt doch gar nichts. Was soll das? Geld, doch. Ja. Ja. Und das war dann noch so eine sehr freundliche russische Kollegin, die da wahrscheinlich für ein Butterbrot und ein Ei rein mäßig jeden Patienten einmal durchgeultraschallt hat. Ja. Naja, jedenfalls dadurch hat sich mein Bewusstsein
ein bisschen mehr geöffnet und mehr kamen die Fragen auf, wie funktioniert das hier alles und vielleicht muss ich mich doch ein bisschen mehr informieren. Aber das blieb sehr, sehr lange bei dem vielleicht und letzten Endes ein Film im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, der hat mir Hinweise darauf gegeben, dass es sowas gibt wie Borreliose. Ich hatte Schwierigkeiten, das Wort auszusprechen. Ich hatte keine Vorstellung davon, wie das überhaupt funktioniert und hatte nur gehört, da sind mehrere Symptome, die man da haben kann. Mhm. Und hatte wirklich große Schwierigkeiten, da meinen Zugang zu finden. Und bin dann zum Arzt und habe gesagt, möglicherweise, ich habe da was im Fernsehen gesehen, die Symptome, die dort beschrieben waren, die habe ich auch alle. Eigentlich habe ich noch viel mehr. Können Sie mich bitte mal testen darauf? Und der Test kam dann auch positiv zurück. Und die Ärztin, das war abenteuerlich, das hat wirklich mein Vertrauen nachhaltig erschüttert. Das war eine junge Frau, die hatte auf dem Tisch, auf dem Schreibtisch zwei Kinderfotos stehen, ein größeres, ein kleineres. Und für mich sah das so aus, sie kam gerade aus dem Mutterschaftsurlaub zurück, saß dann in irgendeiner Praxis, wo sie sich dann wieder eingekauft hat oder wie auch immer sie da in der Praxis gelandet ist. Und dann hat sie gelesen, Borreliose, ja, dann schlage ich mal nach. Und dann saß sie mit der roten Liste da und hat erstmal geguckt, was man da macht. 20 Minuten hat die Ärztin vor mir gesessen und gelesen. Toll, tolle Behandlung. Und dann hat sie gesagt, oh ja, ich glaube, Sie sind im Stadium 3. Und hier steht, Sie brauchen 2 Wochen Antibiotika. Und dann hat sie mir ein Rezept ausgeschrieben für eine Woche Antibiotika und hat mich damit nach Hause geschickt. Und dann habe ich nur gedacht, was für ein Mist. Also so kann eigentlich jeder arbeiten. Ja. Also so könnte jeder hinter diesem Arztschreibtisch sitzen und... Könnte auch der Klempner sitzen und sagen, oh, Sie haben, gut, hab, okay, ja, das steht hier, ich verschreibe Ihnen das mal. So ging das dann ungefähr los. Dann habe ich 2 Jahre dazu gebracht, im schulärztlichen System diese angebliche Infektionserkrankung behandeln zu lassen, im Sinne von erfolgreich behandeln zu lassen. Und per Definition gehe ich heute davon aus, dass die Abwesenheit von Borrelia burgdorferi, das ist der Krankheitserreger, der dahinter steckt, dann eine erfolgreiche Therapie ausmacht. Und diesen Zustand zu erreichen mit Antibiotika gelingt nicht in jedem Fall. Die Angaben variieren sehr stark und ich würde mich nicht darauf festlegen zu sagen, das klappt normalerweise mit Antibiotika mit 90% oder mit 50% oder was auch immer. Das ist meiner Ansicht nach unseriös. Tatsache ist, dass in Deutschland zehntausende Menschen täglich an furchtbaren Symptomen leiden und diese Symptome faktisch aber nicht so den Menschen ins Gesicht geschrieben sind, dass sie als krank zu erkennen wären auf einer Entfernung von 5 Metern. Sondern die Leute quälen sich durch den Alltag mit furchtbaren Schmerzen, mit Müdigkeit, mit Konzentrationsschwierigkeiten und. Und wenn es denen einigermaßen gut geht, dann kommen die aus der Deckung raus, verlassen ihr Bett, wenn sie manchmal bettgebunden sind über Tage oder Wochen. Wenn sie dann auf der Straße sind und erledigen das Notwendigste, dann sieht man ihnen nicht unbedingt an, dass sie eigentlich die schlimmste Zeit ihres Lebens durchmachen. Und viele von denen eigentlich auch aufgeben möchten. Also man findet sich quasi damit ab, man hat so, dass das Leben ist zwar irgendwie schwer, ich bin dauernd müde, es tut alles weh, aber irgendwo komme ich gerade, ich kann auch zu Lidl und Aldi. Wenn der Hunger irgendwann quält, sozusagen, wenn der Kühlschrank leer ist, wenn der Ofen ausgebrannt ist, sozusagen, ich habe damals primitiv gewohnt oder nur wohnen können und tatsächlich, wenn ich nicht anders konnte, bin ich aufgestanden. Und habe die, als junger die Mann. Letzten, als junger Mann, wirklich als junger Mann mit 28, 30 war es schlimm. Mhm. Die Zeit bis 38 war am schlimmsten. Ja, okay, also mein Bewusstsein hat sich dann dahin gewandelt, nach 2 Jahren schulmedizinischer Therapie, dass ich auf diesem Wege diese Symptome nicht dauerhaft loswerde und habe mich dann aufgemacht, alternativmedizinisch nach Lösungen zu suchen. Habe da auch eine ganze Menge ausprobiert und habe
geschafft, meine Symptome zu reduzieren. Und dass ich das so sagen kann, liegt auch daran, dass ich als Sozialarbeitswissenschaftler sehr viel mit Statistiken gearbeitet habe und mit Methoden. Und eine dieser Methoden dann für mich abgewandelt habe und habe ein System entwickelt, Symptome systematisch darzustellen, auszuwerten und in Form einer Kurve, im Prinzip wie eine Fieberkurve, für einen sehr langen Zeitraum auf ein einziges DIN A4-Blatt zu bringen. Mhm. Das geht relativ einfach und das Ganze macht dann Sinn, wenn man in den Phasen oder in unterschiedlichen Phasen, die man dann durchmacht, die Therapiebemühungen ebenfalls darstellt. Und nehmen wir mal an, jeden Tag, was weiß ich, es gibt eine ganze Reihe, das Einfachste wäre die Einnahme von Antibiotika, eine Kur von Antibiotika für 14 Tage oder 2 Monate, wie auch immer, die muss dann auch in Relation zu der Fieberkurve dargestellt werden. Ja. Und dann sieht man, ob die Antibiotika einen Einfluss auf die Gesamtlast der Symptome nehmen können oder nicht. Und diese Dokumentation von Symptomen, die habe ich am Tag 1 meiner Therapie begonnen und habe das tatsächlich 3 ganze Jahre in 1 durchgeführt für 25 Symptome jeden Tag. Also eigentlich eine klinische Studie an dir selber, was eigentlich sonst Ärzte machen sollten. Ja, ich habe auch dann die Ärzte damit gequält und konfrontiert und habe gesagt, hier, guckt euch das an, so und so sieht das bei mir aus. Die Liste der 25 Symptome hat sich nie geändert, aber die Symptomlast hat sich natürlich geändert. Und ich habe dann gesagt, da und da haben sie mir die Antibiotika verschrieben. Hier können Sie genau sehen, die klassische Herxheimer-Reaktion, also das vermehrte Absterben von Krankheitserregern führt zu einem Mehr an Biotoxinen im Körper und die führen zu Entzündungsreaktionen zum Beispiel. Und da kann man relativ gut sehen, wenn eine Antibiotikatherapie erfolgreich ist, dass die Symptomlast ein bisschen nach oben geht und dann ein paar Tage später, 3-4 Tage später, geht sie dann runter und bleibt unter dem üblichen Level. Mhm. Und was ich dann auch mehrfach gesehen habe, in meinem Fall und auch bei Fällen von Menschen, die ich berate inzwischen, dass nach einer Phase von Antibiotikatherapie dann die Symptome zurückkommen oder teilweise sogar verstärkt, dann das dauerhaft das Leben bestimmen. Das liegt in der Logik dieser Krankheitserreger. Also ist Antibiotika auch noch nicht das, was langfristig geholfen hat? Das hilft, denke ich, bei ganz vielen. Es wäre Unsinn zu sagen, dass Antibiotika bei Borreliose nicht helfen. Das stimmt nicht. Aber je früher die Therapie beginnt, umso größer ist die Chance, dass damit das Thema erledigt ist. Und bei Menschen, die schon Jahre, teilweise Jahrzehnte mit den Symptomen durch die Gegend laufen, auch schon mehrere Therapien, Antibiotikatherapien hinter sich haben, die dann abermals mit Antibiotika zu therapieren, ist sinnlos. Absolut sinnlos. Das funktioniert nicht. Nach meinem Wissen. Nun gut, ich habe diese schulmedizinische Phase durchgemacht, dann habe ich die alternativmedizinische Phase durchgemacht. Ich habe immer vermieden, Geld aus dem Fenster zu werfen. Ich habe immer vermieden, zum Beispiel auch dann Heilpraktiker aufzusuchen und mir Fachwissen einzukaufen, sondern ich habe eigentlich mich bemüht, über Literatur und Internetrecherche Informationen zu sammeln und ich habe auch selber experimentiert. Das war so mein Erkenntnisweg. Und das mit der Kontrolle der Symptome ist eine feine Sache, aber es ist nicht auf Dauer die Lösung des Problems im Sinne von einer vollständigen Eradierung, Ausschaltung, Zerstörung dieser Krankheitserreger. Und was vielleicht in dem Zusammenhang auch noch wichtig ist, ist zu sagen, dass wir immer denken, wir gehen zum Arzt, wir beschreiben unsere Symptome und der Arzt gibt uns eine Diagnose, eine saubere, zweifelsfreie Diagnose und die Realität funktioniert so wohl nicht. Und es ist wohl eher so, dass die Symptome Indizien dafür geben, was im Körper los ist und die wirklichen Ursachen sehr umfangreich sind. Und im Falle von Infektionserkrankungen in der Regel nicht ein einziger Keim
im Wirt oder im Menschen vorhanden ist, sondern in der Regel wir sowas haben, was man dann Q-Infektionen nennt. Okay. Gerade die Spirochäten öffnen Tür und Tor für die Spirochäten Borrelia burgdorferi, die Bakterien, die diese zerstammen sozusagen. Mhm. Die diese Krankheit verursachen, die öffnen Tür und Tor für andere Krankheitserreger und auch die Therapien, zum Beispiel durch Antibiotika, öffnen dann wieder den Körper für Candida-Infektionen. Mhm. Und dann ist man plötzlich mit einer ganzen Reihe von Krankheitserregern konfrontiert, die sich in der Symptomatik relativ gut interpretieren lassen, wenn man sich die Zeit nimmt, sie sauber darzustellen und auszuwerten. Du hast eben gesagt, du hast eben auch alternative Heilwege probiert. War auch Homöopathie und sowas dabei? Oder gibt es jetzt irgendwas, eine Erkenntnis, die du daraus gezogen hast? Ist da irgendwas bei, was auf einem Nicht-Abtöten von irgendwelchen Erregern basiert und was trotzdem funktioniert? Oder was hast du da noch für Erkenntnisse gewonnen? Es gibt die... Also je mehr sich ein Mensch mit seiner Krankheit beschäftigt, umso mehr besteht auch die Möglichkeit, dass er sich die Symptome und die Schmerzen auch einredet. Mhm. Ich glaube, dass das schon ein Teil bei manchen die Symptomatik ausmacht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die intensive Auseinandersetzung mit den Symptomen auch sehr viel Erkenntnisgehalt in sich trägt. Also einerseits, andererseits. Das ist ja das, was wir hier machen, bewusst machen einerseits. Ja. Auf der anderen Seite jetzt nicht dauernd quasi auch, wenn man es spirituell sehen will, dass wir manifestieren, dass wir krank sind, indem wir immer wieder sagen, oh Gott, ich habe da jetzt einen Erreger und die sind vielleicht sehr schlimm und gehe dann immer wieder ins Drama. Ja. Also einerseits bewusst machen, aber dann auch wieder rauskommen aus dem Drama, oder wie würdest du es beschreiben? Ja. Ich glaube, das ist sehr wichtig, im Grunde genommen sich immer wieder jeden Tag zu wünschen, ich möchte ein gesundes, unsymptomatisches Leben führen, ganz normal. Und das ist auch bei, ich glaube, bei 100% der Menschen, mit denen ich zu tun habe, der Fall. Die wünschen sich alles andere, als sich um Krankheit kümmern zu müssen. Naja, aber wünschen alleine ist ja nicht das Motto der Manifestation, sondern im Grunde ist wirklich... nicht wünschen, sondern wirklich davon überzeugt sein oder sich dem hingeben, dass es so ist, oder es manifestieren auch, indem man es positiv affirmiert oder wie auch immer wieder bestätigt. Ich glaube, da ist eben der Wunsch alleine nicht ausreichend. Denn gerade der Wunsch kann ja auch die Angst enthalten, dass es eben nicht so ist, und die Angst erzeugt dann möglicherweise wieder genau das, was wir nicht haben wollen. Ja. Das ist eine Gratwanderung, oder? Das ist eine Gratwanderung. Und die ist auch, glaube ich, nicht zu durchbrechen. Und zum Beispiel das Thema Angst ist natürlich, wenn du merkst, dass deine körperlichen und geistigen Fähigkeiten in einem Alter, wo sie eigentlich alle vorhanden sein sollten, Stück für Stück verloren gehen und du dich auf dich selber nicht mehr verlassen kannst, bist du mit Ängsten konfrontiert. Wenn die Müdigkeit dich beim Einkaufen erschlägt und dich irgendwann zwischen die Regale setzt, das ist nicht unbedingt ein stärkendes Gefühl. Das ist ja manchmal gar nicht. Ne? Ich meine, mit 80 kann man vielleicht dann auch sagen, ja, okay, ne? Ja. Aber nicht mit 30 oder ja, so. Das ist ein Riesenproblem. Oder kann zum Problem werden. Aber ich sehe, dass die meisten Menschen sich wünschen, da rauszukommen und alles dafür tun würden, und die meisten Menschen sich nicht in Krankheit ergehen oder darin aufgeben wollen. Und nun ist ja der klassische Weg, den man hat, wie du es beschrieben hast, du gehst zum Arzt und denkst, der hat das alles auf dem Schirm und der hilft dir und verschreibt dir dann irgendwas. Der hat ja bei dir offenbar nicht funktioniert, beziehungsweise im Gegenteil, hat dir er gezeigt, dass da er Unwissen vorherrscht. Ja. Und Versuch, Trial and Error, oder tatsächlich eine gezielte Desinformation, oder was? Wie würdest du das beschreiben? Es gibt für die meisten Erkrankungen oder insbesondere Infektionserkrankungen gibt es sogenannte Richtlinien,
die von Ärztegesellschaften herausgegeben werden. In diesem Fall, im Fall der Borreliose, werden diese Richtlinien in Amerika entwickelt und werden dann im Prinzip 1:1 für den europäischen Raum übertragen. Und da drin steht eindeutig, dass die Symptomatik zunächst einmal maßgebend ist für die Diagnose und der Laborwert im Sinne von Antikörpernachweis die Diagnose bestätigt. Die Praxis zeigt, dass aber die meisten Ärzte sagen, wenn keine Bestätigung da ist, keine labordiagnostische Bestätigung, dann besteht auch nicht die Symptomatik. Das ist das, was die meisten Patienten tatsächlich heute erleben, und sie werden so behandelt, beziehungsweise eben nicht behandelt. Und dann wird ihnen gesagt, nein, wir haben keine Antikörper gefunden und damit haben sie keine Infektionserkrankung. Aber wie du es beschrieben hast, ist ja noch ganz anders, weil du hattest ja eigentlich ja gesagt, du hast eine Fülle von Symptomen, du gehst zum Arzt, aber der hat nur Zeit, du bist bei 3 Symptomen zu beschreiben, bist du angelangt, und dann sagt er, okay. Und also er hat quasi noch gar nicht den Gesamtzusammenhang überhaupt sich angehört und zieht dann schon einen Schluss. Das ist die Erfahrung, die wir oder die meisten Menschen beim Arzt wohl machen, dass einfach der zeitliche Rahmen, den ein Arzt heute in der Diagnostik zur Verfügung hat, ihn dazu zwingt, relativ schnell auf ein paar Stichworte zu achten und diese dann als Indiz für eine Diagnose zu nehmen, die mal mehr oder mal weniger hinhaut. Und gerade bei so einer Multisystemerkrankung führt diese relativ oberflächliche Diagnostik zu Falschinterpretationen, meiner Ansicht nach. Und dann bekommt man Medikamente, die ja ihrerseits dann auch wieder Nebenwirkungen haben. Das heißt, man hat nachher noch Symptome, die gar nichts mehr mit dem Ursprünglichen zu tun haben, sondern Nebenwirkungen oder vielleicht sogar Hauptwirkungen von bestimmten Substanzen sind. Was wäre denn jetzt deine Botschaft an die Zuschauer? Wie würdest du jetzt, was ist dein Schluss daraus? Mein Schluss ist, mein persönlicher Weg, um da ein bisschen sozusagen den Bogen zu schließen. Ich habe tatsächlich in England dann einen Weg gefunden, die gesamte Symptomatik zu verlieren durch eine augenscheinlich erfolgreiche Therapie, die aber schulmedizinisch nicht anerkannt ist und auch nicht zugelassen ist. Es handelt sich nicht um irgendwelche esoterischen Fantasien, sondern es ist ein rein biochemischer Wirkstoff, der sich außerhalb des menschlichen Körpers synthetisieren lässt und der dann einfach in Form von einer wässrigen Lösung getrunken wird. Dieser Stoff ist Teil des menschlichen Immunsystems oder aller Säugetiere und führt dazu, dass Krankheitserreger aufgelöst werden, insbesondere Bakterien, aber auch eine ganze Reihe von anderen Krankheitserregern. Und in England ist jemand auf die Idee gekommen, mit diesem Stoff, mit diesem Molekül, das ist ein Molekül, ich will es absichtlich nicht Medikament nennen, weil das wäre dann juristisch sozusagen problematisch, weil das geht einfach nur, wenn es zugelassen ist. Mhm. Dieses Molekül ist tatsächlich im Kontakt mit Krankheitserregern sehr potent und kriegt die Krankheitserreger aufgelöst, gerade bei Borreliose sehr schnell und sehr effektiv wohl, noch lange bevor diese komische Herxheimer-Reaktion einsetzen kann. Das ist so mein Weg. Und ich gehe jetzt diesen Weg weiter, indem ich versuche aufzuklären über Gesundheitsaspekte und habe bei YouTube dazu einen Kanal gegründet, wo ich relativ weit aushole und über Medizingeschichte und evidenzbasierte Medizin zum Beispiel aufkläre, aber auch über Selbsthilfeorganisationen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und meine Zweifel darstelle, dass Selbsthilfe in Deutschland augenscheinlich nicht so unabhängig ist oder arbeitet, wie sie arbeiten sollte. Bedeutet also, sogenannte Selbsthilfegruppen sind möglicherweise auch von bestimmten Interessengruppen, sagen wir mal, pharmazeutischer Industrie oder so weiter, auch initiiert sozusagen, dass man also da auch wieder auf einen Weg kommt? Es sieht so aus, als wären sie gesteuert und gelenkt oder sozusagen fern kontrolliert. Und das nicht nur auf Bundesebene, sondern auch
in ganz Europa, oder das System scheint wohl weltweit zu funktionieren. Ich sehe das ganz klar in England, wo die Selbsthilfe, die sich mit Borreliose beschäftigt hat, im Jahre 2010 noch eine Konferenz gemacht hat, an der zunächst einmal wieder Ärzte und Studierende teilnehmen sollten, und die hätten auch ihre Zertifizierung gekriegt. Und 4 Wochen vor der Konferenz wurde allen Teilnehmern, allen schulmedizinischen Teilnehmern mehr oder weniger verboten, an dieser Konferenz teilzunehmen. Und danach, zu dieser Konferenz 2010, ist nicht ein Arzt mehr erschienen. Und seitdem ist der Ärzteschaft in England das ganze Thema mehr oder weniger verboten zu behandeln. Und es gibt nur ein einziges Labor, was einen positiven Befund überhaupt stellen kann oder was erlaubt ist vom NHS, diese Krankheit zu diagnostizieren. Und es ist bekannt, dass sie in der Regel eher negativ diagnostizieren. Also Symptome hin oder her, die Leute gehen mit großen Hoffnungen zum Arzt, schildern ihre Symptome, schicken ihr Blut ein, und in der Regel kommt kein positiver Befund zurück. Und in England gibt es stattdessen eine ganze Reihe von anderen Symptomen, die dann, oder nicht Symptomen, sondern von Labels. Ich spreche in der Regel von Labels, also im Prinzip, wie man sich das so bildlich vorstellen kann. Die Leute kriegen ein Etikett auf die Stirn und da steht dann irgendwas drauf. Und das heißt, übertragen ins Deutsche, die Leute werden als chronisch müde Patienten eingestuft. Chronic-Fatigue-Syndrom, ist das tatsächlich? Ja, also symptomatisch gibt es eine ganze Reihe von Syndromen, die der Borreliose sehr ähnlich sind. Und je nachdem, wie alt die Menschen sind oder in welchen Berufsgruppen sie arbeiten, wird dann gesagt, wird ein anderes Etikett verwendet. Du gehst aber immer quasi noch von einem Erreger aus, der quasi durch den Zeckenbiss ja auch übertragen werden kann. Ja. Du hast aber auch gesagt, dass die Beschäftigung eben mit der Krankheit auch dazu führt, dass es schlimmer oder besser werden kann, je nachdem, wie man darüber denkt. Es sind ja im Grunde zwei sehr unterschiedliche Elemente. Die eine sozusagen hat etwas wirklich mit dir selber zu tun, das andere ist jetzt ein böser Erreger, der dir das irgendwo, ohne dass du was dafür kannst, zugeflogen ist. Wie gehst du denn damit um? Ist das nicht ein Widerspruch an sich oder funktioniert das beides? Also ich persönlich komme damit relativ gut klar. Und die Erkrankten, die zweifeln natürlich an sich. Und die Erkrankten sind dann ja auch zum Beispiel Beziehungspartner oder Familienmitglied. Und wenn so ein Familienmitglied plötzlich schwer symptomatisch wird, aber diese Erreger gar nicht zu sehen sind und auch die Diagnose vom Arzt dann vielleicht negativ ausfällt und die Leute aber wirklich hundekaputt sind jeden Tag, dann fragt sich natürlich der Rest der Familie schon, was ist mit dem jetzt eigentlich los? Hat er jetzt keine Lust mehr am Leben? Ist der depressiv? Was redet er sich ein? Und dann beginnen die Leute oft, sich zu informieren und lesen sich im Internet was an. Und dadurch ist dann vor ein paar Jahren irgendwann mal der Begriff der Internetborreliose aufgekommen. Also so eine angelesene Borreliose, die sich die Leute einbilden. Und da muss man sehr vorsichtig sein, gerade wenn man zum Arzt geht, zu sagen, ja, also vor einem Jahr ging es mir noch gut und dann sind da so Schmerzen gekommen, dann habe ich mich informiert. Ich habe da was gelesen oder ich habe einen Film gesehen und ich glaube, das ist Borreliose. Da werden viele Ärzte sehr, sehr unangenehm, wenn man so die Geschichte erzählt. Weil der Arzt ist gewohnt, die Diagnose zu stellen, und man macht sich relativ unbeliebt als Patient, wenn man schon mal mit der Diagnose mit der Tür ins Haus fällt und die Diagnose vorwegnimmt. Und natürlich, wenn man das alles liest, was davon kommen kann, von so einem kleinen Tierchen, so einem kleinen Zäckchen, was man beim Sonntagsspaziergang auf der Wiese sich eingefangen hat. Die sind nicht mal ja nur, die lassen sich ja nicht von den Bäumen fallen, sondern die sitzen im hohen Gras. Und die Chancen, einem Zeck oder einem Zäckchen zu begegnen, die sind relativ groß, für jeden von uns. Mhm. Außer Leute, die nicht das Haus verlassen, die haben bessere Chancen, den Zecken aus dem Weg zu gehen. Aber wer sich normal bewegt und mal rausgeht und an die frische Luft, der kann diesen Kontakt haben. Und Leute, die gesund sind und lesen sich diese ganzen Symptome durch, allein die werden schon ein bisschen nervös und denken, oh Gott. Die erschaffen sich möglicherweise nachher die Symptome durch eine selbsterfüllende Prophezeiung? Nein, das glaube ich nicht.
Weil die Symptomatik an sich ist tatsächlich so schrecklich, die kann man sich nicht wirklich einbilden. Da, bei der stärksten Fantasie nicht. Gut, man weiß nicht, wie stark die Fantasie der Menschen ist, aber die Ja. Schöpferkraft der Menschen, gehen die Meinungen ja auseinander. Aber du hattest eben eine Substanz genannt, die in England jetzt da eben nicht zugelassen ist. Willst du die gar nicht nennen oder ist das gefährlich oder? Ich möchte die lieber nicht nennen, weil allein schon dadurch, dass ich in die Öffentlichkeit gehe und sage, ich bin kuriert und ich bin nicht durch Antibiotika kuriert oder durch zum Beispiel die Kade, über die Wolf-Dieter Stoll relativ viel berichtet hat. Allein dadurch, dass ich das behaupte, werde ich schon sehr stark angegriffen von Vertretern aus der Selbsthilfe. Und dahinter steckt wahrscheinlich eben auch die Interessen einer bestimmten Industrie, die sicherlich auch sehr viel Geld damit machen, mit den klassischen Impfen und Ja. dann alle möglichen Antibiotika. Oder hast du dich da mal mit beschäftigt, was da für eine Industrie hinter steckt? Ich denke, dass das inzwischen auch kein Geheimnis mehr ist, dass Gesundheitsindustrie im Wesentlichen finanziert wird durch die Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie ist quasi wie die Überinstanz über Universitäten und Ausbildung von Ärzteschaft steht und dass auch die Pharmaindustrie letztlich diese Richtlinien, die Guidelines, die dann aus Amerika kommen, kontrolliert. Da gibt es auch Verfahren, die da anhängig sind, wo dann zum Beispiel ein Staatsanwalt in Connecticut sagt, diese Therapierichtlinien stehen in klarem Widerspruch zu dem, was die Menschen tatsächlich durchleben und was auch diagnostisch eigentlich diesem Krankheitsbild zustehen würde. Amerika ist ein spannendes Ding, weil in Amerika gibt es eine Ecke an der Ostküste, von der aus sich das Phänomen Borreliose wie eine Epidemie verbreitet hat. Darüber gibt es sehr starke oder eine systematische epidemiologische Statistik, die dann einzelne Punkte auf der Landkarte in Relation zu den Jahren darstellt. Und eigenartigerweise gibt es so eine Art Epizentrum, von dem aus das Ding wie eine Bombe sich übers Land verteilt. Und mitten in der Gegend ist so ein Biowaffenforschungszentrum auf Plum Island. Und das macht die Leute in Amerika ziemlich nervös. Und wir hier in Amerika diskutieren darüber relativ wenig. Und wer das anspricht, geht immer das Risiko ein, sich lächerlich zu machen. Immer sofort natürlich ein Verschwörungstheoretiker, willkommen im Club. Aber Naja. zumindest interessant. Natürlich können wir das wahrscheinlich jetzt heute gar nicht abschließend beurteilen, aber deine Empfehlung wäre jetzt, sich einfach dann auch damit zu befassen. Du hast also auf YouTube verschiedene Videos zu Ja. den Thematiken, weil man das in einer halben Stunde jetzt gar nicht abhandeln kann. Oder gibt Nein. es noch irgendeine Quintessenz, die du jetzt noch unbedingt rüberbringen möchtest? Das ist eigentlich immer meine Botschaft. Ich empfehle jedem, sich individuell, unabhängig und kontrovers zu informieren. Und die Medien, die uns mit Informationen versorgen, oder auch solche Institutionen wie das wie heißt er? Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das sind zwar anerkannte offizielle Medien, die uns informieren sollen, aber ich glaube, dass von diesen offiziellen Informationsquellen sehr viel kontrollierte und fehlleitende Informationen ausgeht. Und es ist wichtig, die auch alle wahrzunehmen und zu reflektieren. Aber es ist auch wichtig, vor allen Dingen immer wieder den eigenen kritischen Verstand zu gebrauchen und immer die Eigenverantwortung selbst in die Hand zu nehmen. Und zu sagen, so, das ist mein Ding, das ist meine Verantwortung, mein Körper, meine Gesundheit, meine Zukunft. Und wenn ich da raus will, muss ich das selber in die Hand nehmen und kann mich nicht auf andere Leute verlassen. Gerade eben nicht zum Arzt gehen und der handelt das dann. Die Erfahrung hast du gemacht, Ja. ganz eindeutig. Ich denke, das haben wir hier bei Bewusst TV immer mal wieder, dass wir merken, dass offenbar nicht dieser klassische Weg zum Arzt zu gehen und der hat das alles im Griff, dass das nicht immer funktioniert, sondern teilweise ja eben auch Krankheiten
auftauchen und dann wieder verschwinden. Wir haben ja Vogelgrippe, Schweinegrippe und so weiter. Irgendwelche Epidemien, die behauptet werden, die irgendwo medial verbreitet werden. Und irgendwann hört man nichts mehr von. Ja. SARS zum Beispiel auch vor Jahren. Ja. Ne? Du hast dich da auch ein bisschen befasst. Ist das für dich auch, gibt es da teilweise eben eine Industrie, die Krankheiten erzeugt? Oder? Definitiv ja. Absolut. Die letzte Neuschöpfung, von der ich gehört habe, ist, dass jetzt auch bei Hunden ADHS festgestellt wurde und in Amerika tatsächlich Medikamente auf dem Markt sind, ADHS bei Hunden zu therapieren. Warum nicht? Das geht munter immer so weiter. Ich bin dann mehr so der esoterische Typ, also dann lieber Fußzonenreflexmassage bei der Katze, das wäre doch vielleicht ein ganz neuer Zweig, wo man ein bisschen Geld mit verdienen kann. Aber wie gesagt, wir können es hier sicherlich nicht abschließend klären, aber es ist dank dessen, was du erzählt hast, jetzt klar, der Weg ist vielfältig, also man sollte die Verantwortung für seine Gesundheit selber übernehmen, weil sonst ist man eventuell verratzt. Ja, was ich noch vielleicht zum Abschluss sagen möchte, ist ganz klar auch ein Dank an all die anderen, die Aufklärungsarbeit machen. Unabhängige, kontroverse Aufklärungsarbeit. Ja. Und es sind inzwischen weltweit, glaube ich, eine ganze Menge, aber auch in Deutschland gibt es wirklich Menschen, so wie du, mit deiner Arbeit. Und da möchte ich dir ganz ehrlich und herzlich danken, mit allem Respekt und Naja, aber du machst das ja auch bei YouTube, wie du sagst, und zwar unabhängig von irgendwelchen Institutionen und bist sozusagen in dem Bereich vielleicht auch schon eine Institution. Aber das ist das Schöne am Internet, wir können eben wirklich Dinge anregen, die anderswo einfach gar nicht angesprochen werden. Ja. Also da danke ich dir für. Gunnar Thorboom kann man auch googeln. Ja. Wunderbar, findet man einiges. Und ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir gesundheitlich und auch sonst weiterhin alles Gute. Danke. Danke.